Herzlich willkommen bei der Silver Assi. Team Associated Nomads. Das kam jetzt für viele überraschend, weil da wussten nun wirklich nur eine ganze Handvoll Leute von, dass der wohl zu mir kommt. Ich habe gedacht, ich habe einen Buggy gekauft. Mit einer sehr, sehr hübschen Karo. Dem ist leider nicht so. Wie German Assi Playground mich vorhin überzeugen konnte, haben wir hier quasi den Nachfolger vom Team Associated SC8. Es ist tatsächlich so, dass der länger ist. Ich guck mal eben hier, Scale 1 zu 8, Electric, Wheelbase 372 mm. Der ist also tatsächlich ein gutes Stück länger als ein normaler Buggy. Wir haben eine Gesamtlänge von 505, eine Breite von 347 und der wiegt 3700 Gramm. Also 3750, um genau zu sein. Ja, er ist also alles andere als ein ganz normaler Buggy, hat dadurch auch eine deutlich höhere Bodenfreiheit. Das zeige ich euch gleich auch mal. Ich habe ein paar Vergleichssachen mitgebracht, damit man das mal sehen kann. Der ist schon eine ganze Ecke größer. Ist also quasi so ein bisschen so 1 zu 7er Buggy vielleicht, wenn wir denn so wollen. Fand ich persönlich jetzt mal interessanter, als jetzt wieder den dritten Centen zu kaufen. Und ich hoffe, ihr verzeiht es mir. Ja, es war eigentlich gedacht als Shortcourse, jetzt haben wir einen etwas größeren Buggy oder einen etwas größeren Shortcourse. Ich finde das ganz passend. Mein Kumpel, der Dr. AB Racing, hat ja den Centen V2 noch da und der soll das Pendant dazu sein. Aber meistens ist es so, dass wir jeder so ein Auto haben, womit wir mit dem anderen fahren können, weil es macht zum Beispiel keinen Spaß, mit einem Shortcourse zu fahren, während der andere mit einem Monster Truck fährt. Oder andere Variationen gehen natürlich auch nicht. Das sollte schon immer so ungefähr das gleiche sein, dann macht das auch deutlich mehr Bock. Nun gut, Nomad kostet 529 Euro UVP, ist in Deutschland noch relativ unbekannt, dieses Auto. Ich habe ihn so auch noch bei keinem User gesehen, ist auch nicht ganz günstig mit diesen 529 Euro, aber das kostet einen Centen mittlerweile auch ganz locker sogar. Die Ausstattung hier finde ich tatsächlich ein bisschen besser. Ich packe den Karton jetzt mal weg, ja. Ausstattung finde ich hier in dem Fall sogar tatsächlich ein bisschen besser. Wir haben sehr, sehr schön weiche Reifen. Wir haben das bewährte SC bzw. RC8 Chassis, was, ich will nicht sagen unzerstörbar ist, aber was schon richtig, richtig viel ab kann. Wir haben natürlich eine RTR-Funke, die naturgemäß sehr, sehr günstig und sehr, sehr einfach gehalten ist. Das ist in dem Fall die XP120. Ja, die funktioniert, die ist okay. Mehr wird die aber wohl nicht können. Ich gucke gerade mal, wofür dieser Schalter hier ist. Den habe ich auch gerade erst entdeckt. Aha, wahrscheinlich für Servo Reverse. Ja, für den Anfang, wenn man nur ein Auto hat, ist das alles okay. Ich baue hier natürlich wieder meine eigene Funke ein. Sie ist dabei. Man kann hier allerlei Sachen einstellen. Throttle kann man einstellen und Steering Trim und die Dual Rate kann man auch an beiden Sachen einstellen. Servo Reverse finden wir hier oben und wir haben eine Low Battery Anzeige. Ich weiß immer noch nicht, wofür der Button ist. Oh, gute Frage. Nächste Frage. Das ganze Ding wird betrieben mit 4 Batterien. Ein Bindplug lag auch im Karton dabei. Wollen uns gar nicht so lange an der Funke aufhalten. Wir schauen uns das Auto an. Das erste, was auffällt, sind diese sehr, sehr, wie ich finde, schönen Reifen. Und deshalb fällt das gar nicht so auf, dass der so groß ist. Wir haben hier ultra weiche Reifen. Wenn man sieht, wie weit mein Daumen hier reingeht, das ist schon gut. Die fühlen sich auch wirklich schön weich an. Die werden wahrscheinlich ein bisschen blähen. Es ist aber wahrscheinlich auf Dauer ja gar nicht so das Schlechteste, meiner Meinung nach. Lass die Räder ruhig mal ein bisschen blähen zumindest. Um einfach mal eine Relevanz zu haben, wie ein normales Buggyrad aussieht, habe ich mal eins mitgebracht. 110 mm. Und das ist schon deutlich kleiner. Ja, also hier kann man das so ganz gut sehen. Also da fehlt einiges. Ja, da kann man es vielleicht so ein bisschen sehen. Ne? Und daher kommt natürlich, dass der viel, viel größer, dass der genauso wirkt wie ein Buggy. Durch den längeren Radstand, die größeren Reifen, die Relationen passen natürlich irgendwo zueinander. Um das mal einfach vorwegzunehmen. So, den packe ich mal hinweg.
So, kommen wir zu der Karosserie. Das Auffälligste am Auto ist natürlich immer die Karo. Und ich habe immer gesagt, ich möchte gerne mal einen Desert Buggy haben. Den habe ich jetzt mehr oder weniger. Es gibt den in Sandfarben und halt auch in diesem NATO-Grün. Ich habe mich jetzt in dem Fall fürs NATO-Grün entschieden. Preislich spielt das alles keine Rolle. Warum, kann ich euch nicht mal sagen. Sollte halt mal was anderes sein. Sehr, sehr... Upsala. Ich trete hier auf meinem Mikrofonkabel rum. Optisch sehr, sehr schön gemacht. Ich nehme das mal runter. Mit sehr massiven Karosblinden gesichert. So. Kurz jetzt noch zwei Mannequin drin, die mitfahren. Mit weißen Helmen. Das erinnert so ein bisschen an den Axial Yeti. Wir haben auch von innen ein angedeutetes Lenkrad, ein Navigationssystem und diversen Startknopf und solche diverse andere Sachen. Mal gucken, ob ich es hier zeigen kann. Ja, da kann man so ein bisschen sehen, dass da ein Navi drin sein soll. Ich denke, das ist jetzt aber nicht das Relevanteste. Zwei Fahrer, weiße Helme, sehr schön gemacht. Die ganze Karosserie besteht aus Panels an den Seiten, die man abschrauben kann, um zum Beispiel sich was anderes dran zu schrauben, zum Reinigen, whatever. Dann haben wir ein Inlet hier drin. Das ist von innen komplett schwarz gehalten. Da sitzen halt die Fahrer drauf. Wenn man hier die Schrauben löst, lösen sich auch die Helme. Das Ganze ist gehalten von einem Exocage aus Kunststoff. Der ist ein bisschen flexibel. Das ist schön. Das soll auch so sein. Dann steckt da nämlich noch ein bisschen was weg. Und von hinten haben wir halt die Kühlmotoren. Sehr, sehr schön gemacht. Optisch mal wieder sehr gelungen von Team Associated. Ist jetzt vielleicht nicht unbedingt immer meine favorisierte Marke hier gewesen, haben aber trotzdem durchaus schöne Autos gemacht. Zum Auto, hier ist ein Reedy Motor drin mit 2000 kV, der wird, vermute ich, identisch sein mit einem Ripper von Thunder Tiger, kennt man den ja auch. Die sind genauso aufgebaut, nur dass der dann halt so rötlich gemacht, rötlich aussieht. Glaube ich, alles das gleiche. Servo ist hier ein 15 Kilo von Reedy drin mit einem Metallgetriebe. Das lassen wir mal drin, das gucke ich mir mal an. Das ist jetzt kein Armer, wo die Erfahrungswerte schon gut sind dabei, zumindest bei mir. Man muss auch mal was Neues ausprobieren. So, hier ist eine Empfängerbox drin, die ist, Achtung, nicht wasserdicht. Also wenn ihr hier einen teuren Empfänger reinmacht, wie ich das machen werde, dann seht bitte zu, dass ihr den Empfänger in einen Luftballon etc. packt. Es gibt auch noch ein paar andere Sachen dazu, die man da machen kann. Luftballon ist aber, wie ich finde, immer das Einfachste. Das hier wurde ich schon öfter mal gefragt, wofür das ist. Das sind Transponderhalter, weil diese Autos werden im Wettbewerb eingesetzt. Dann in etwas anderer Variation, aber sie werden im Wettbewerb eingesetzt. Jo, kleine Antenne. Gehen wir mal zur anderen Seite. Wir haben hier einen 100 Ampere Quick Run Regler, der ein Ausschalter sitzt hier hinten. Alles gut gelöst, alles schön gemacht, sehr schön sauber. Die Kabel hier hätten ein bisschen kürzer sein können. Meckern auf hohem Niveau, ne? Muss man einfach auch mal so sehen. Kann man natürlich kürzen, man kann die auch zum Beispiel mal hier hinten befestigen, dann sieht das noch ein bisschen sauberer aus. Schön finde ich, dass sie dieses Loch hier überhaupt mal ausgenutzt haben. Das ist schon okay so. Haben wir hier ein Kunststoffhauptzahnrad? Wir haben hier ein Kunststoffhauptzahnrad mit einem Stahlritzel. Wie das übersetzt ist, das weiß ich auch alles noch nicht. Das wird schon so gut sein. Akkufach. Ich habe natürlich wieder einen Demo-Akku hier liegen. Mit drei Schlaufen. Also selbst wenn eine mal reißt, habt ihr immer noch zwei Schlaufen da, die da rein, wo die da den Akku festhalten. Ein standardmäßiger 4S-Block, wie jetzt zum Beispiel der hier von Franzen Modellbau. Passt da, wenn man sich nicht ganz so doof anstellt wie ich gerade, total unproblematisch rein. So, drin ist er. Ich würde ihn andersrum reinmachen oder man kann ihn auch so rum reinmachen. Ich empfehle die
Kabel dann hier zu befestigen, damit man da nicht in das Hauptzahnrad reinkommen kann. Wobei das hier recht schwer ist, weil das sehr schön gemacht worden ist. Wie man sieht, ist hier leider ein Dienststecker verbaut. Warum auch immer in einem 500 Euro ein Dienststecker verbaut worden ist. Macht eigentlich in meinen Augen null Sinn. Aber die haben das halt gemacht. Ne? Schön finde ich persönlich, dass das Akkufach gepolstert wurde. Das ist bei Associated oder auch bei X-Ray oder auch bei anderen Wettbewerbsherstellern gang und gäbe, dass die da ein bisschen Schaumstoff reinkleben. Dadurch verkratzt der Akku nicht so, scheuert nicht auf. Gerade für die Jungs, die halt meinen, dass sie immer noch Softcase fahren müssen, wird das sehr, sehr interessant sein. Maße von dem Lipo dann einfach mal dem Unboxing entnehmen. Ist halt ein standardmäßiger 4S. Ne? Die ganz langen Akkus passen hier nicht rein. Man kann auch 2x2S fahren. Das geht. Muss man natürlich anders löten oder einen Adapter haben. Hier sind nämlich rechts und auch auf dieser Seite sind jeweils zwei Aussparungen für die Dienststecker. Jo, was kann ich euch noch dazu erzählen? Zur Elektronik. Das ist natürlich ein Quick One. Das hatte ich glaube ich auch schon gesagt. Klassischer Servo-Saver ist hier drunter. Wir haben sehr wenig Blau hier drin. Das liegt halt daran, dass wir eine RTR-Version von Team Associated haben. Die Factory-Team-Autos haben deutlich mehr blaue Sachen drin. Was soll ich sagen? Ist halt so, ne? Aber dennoch kann man sehr, sehr viel an diesem Auto einstellen. Wie zum Beispiel kann man die Spur hier hinten durch verschiedene Einsätze kann man die verstellen. Und das Schöne bei Associated ist, das liegt auch alles bei. Genauso wie Klipse für die Dämpfer und ein bisschen Werkzeug. Und ja, das ist schon schön gemacht. Andere Servohörner, wenn man andere Servo fahren möchte, mit anderer Zahnanzahl. Und ganz, ganz viele Einsätze für die Spule. Die kann man vorne ändern und halt auch hinten an der Vorderseite und vorne an der Vorderseite. Das ist schön. Kostet nicht die Welt, aber das ist halt schön, dass es beiliegt, weil wenn man es bestellen muss, kostet es halt auch nochmal im 5 Euro Aufpreis für den Versand halt. So, was gibt es denn noch zu erzählen? Genau, wir haben Aluminiumdämpfer mit Aluminiumkappe, anders als bei Arma. Da ist beim Senden hier mittlerweile Kunststoff und wir haben hier sogar noch die Staubschutzmanschetten aus Gummi unten drunter. Die Querlenker vom Associated, die sind nahezu unzerstörbar. Ich glaube, Arne und ich haben in der Zeit, wo wir RC8 gefahren sind, noch nie einen Querlenker eines RC8 kaputt bekommen. Oder von einem SC8, glaube ich, auch nicht. Wir machen ja schon kuriose Sachen. Wir schrauben mal ein Rad ab. Dann kann man auch tatsächlich mal sagen, der Mick hat ein Rad ab. Blaue Aluminiummuttern. Hier ist natürlich ein 17 mm Mitnehmer. Und hier haben wir die Spurverbreiterung von Team Associated. Also wir werden auch von der Breite her deutlich mehr haben, als ein standardmäßiger Buggy das hat. Das ist auch ganz gut so. Dadurch liegt er natürlich satter auf der Straße, beziehungsweise auf dem Untergrund. Das ist sehr gut gemacht. Das sind alles so Kleinigkeiten, die mich davon überzeugt haben, dass das hier ein sehr, sehr geiles Auto sein könnte. Wenn die Mutter jetzt drauf gehen würde, wäre das schon mal schöner. Ja, von denen hat man, glaube ich, mittlerweile als erfahrener Modellbauer so ungefähr 3 Dutzend zu Hause rumliegen. Das ist halt so. Ansonsten, das Auto ist komplett kugelgelagert. Natürlich. Wir haben hier auch gummigedichtete Lager, so wie ich das sehen kann, drin. Vorne sind CVDs, hinten sind Knochen, so wie es halt eigentlich auch üblich ist beim Becher. Man braucht hinten auch keine, nicht unbedingt CVDs. Man kann den Ausfederweg einstellen. Dafür sollte man aber auch wissen, was man tut. Ja, so ein bisschen negativer Federweg ist durchaus erwünscht bei solchen Autos. Und umso mehr eigentlich, umso besser. Das macht das scalige Fahrverhalten dann auch ein bisschen schöner. Von unten noch einmal gezeigt. Ist jetzt nichts Besonderes da zu sehen. Wir haben so eine silber-gold schimmernde Chassisplatte.
Vorne ist sie natürlich ein bisschen krumm, das soll so sein. Hinten wird auf Dauer selbstverständlich eine Skidplate von Boris hinkommen. Da muss ich mal gucken, ob ich noch eine liegen habe. Ansonsten, lieber Boris, ich brauche wahrscheinlich bald eine Skidplate von dir. Viel mehr kann ich euch gar nicht sagen. Wirklich nicht. Ja. Dieses Teil hier sollte man vielleicht mal sich aus Aluminium besorgen. Der soll wohl relativ anfällig sein. Also die hintere Brace. Das sagte Arne mir eben schon, bei dem war ich eben gerade. Wir haben keine Stabis verbaut. Jetzt kann man sich natürlich fragen, braucht ein Bescher denn Stabis? Ja, natürlich werden einige sagen, braucht ein Bescher Stabis. Ich sage dazu, das ist Blödsinn. Braucht er nicht. Ja. Ich bin also sogar davon überzeugt, dass die meisten Leute es nicht merken würden, wenn ich den Stabi aushänge oder wenn ich ihn blockiere oder sonst irgendwas. Das braucht so ein Auto nicht unbedingt. Ja. Nun gut, das würde jetzt zu weit führen. Wir nehmen nochmal einen Blick in die Anleitung. Das ist echt groß, der Wagen. Die Anleitung von Associated ist immer einen Blick wert. Wie habe ich das vorhin zu Arne gesagt? Wenn sie farbig wäre, würde X-Ray draufstehen. Und das meine ich auch tatsächlich so. Die ist wirklich sehr schön gemacht. Man hat die einzelnen Bestellnummern hier und noch eine Bezeichnung, wie es heißt. Das ist schon sehr, sehr schön gemacht. Gibt es kaum besser auf dem Markt. Ich sage ja kaum. Wenn es ein X-Ray wäre, würde das Auto aber auch 800 Euro kosten. Muss man auch so sehen. Na gut. Ich habe hier noch ein bisschen Werbematerial in denen drin. Hier ist auch noch so ein Gutscheincode. Hier in Deutschland wird das alles ein bisschen schwierig sein. Konfirmationserklärung. Quick Start Guide. Hier ist auch noch mal eine Erklärung für die XP20, für die Fernsteuerung dabei. Brauchen wir jetzt nicht so. Online und per App geht das mittlerweile auch. Sensationell. Sensationell. Hier kann man natürlich noch einige Tuning-Teile kaufen. Die Factory-Team-Teile. Es gibt auch einen Lader und so weiter. Und die Akkus von Reedy, beziehungsweise Team Associated, da halte ich mich jetzt mal bedeckt. Die sind nämlich sauteuer und deswegen hatte ich noch keinen davon. Da gibt es bestimmt andere Hersteller, die das für deutlich weniger Geld wahrscheinlich genauso gut können. Schuster, bleib bei deinen Leisten, sage ich dazu immer gerne. Ja, danke fürs Zuschauen. Das Auto steht übrigens schon bei POS. Also nicht der, sondern ein vergleichbarer. Der möchte da ein paar Sachen zu machen. Die werdet ihr dann bei mir sehen. Das habe ich ihm schon gesagt, dass ich die gerne hätte. Ich habe ihm auch schon gesagt, was ich gerne hätte. Und ja, er bastelt mal ein bisschen. Ich stelle euch die dann hier vor, wie man die montiert und so. Und dann sehen wir uns im Frühjahr wieder, wenn es ein bisschen schöner ist vom Wetter. Derzeit haben wir -2 Grad bei mir zu Hause. Das ist nicht so schön. Bye, bye.